einem Kunstmuseum kann man nur fertige Kunstwerke betrachten. Dachtet ihr? Nicht so in der Kunsthalle Mannheim in der Ausstellung 1,5 Grad. Hier könnt ihr dem Künstler Thomas Kleinert direkt bei seiner Arbeit über die Schulter gucken. Ungewöhnlich? Wir haben in der Kunsthalle Mannheim mit Thomas Kleinert gesprochen. Dass ich hier so einen offenen Arbeitsplatz eingerichtet habe, ist eine Weise, die habe ich schon länger so für mich gefunden, einfach Arbeiten nicht fertig, also keine fertigen Arbeiten so mitzubringen, sondern einfach zu zeigen, woran ich gerade arbeite und mehr so einen Prozess zu zeigen, mehr zu schauen, einfach offenen Fragen nachzugehen und die Fragen auch nicht zu beantworten, sondern eigentlich einfach Fragen weiter nachzugehen und dann entstehen wieder neue Fragen und das einfach so, ja, die BesucherInnen daran teilhaben zu lassen. Zum einen komme ich aus der Performancekunst, also wo man mit dem Körper, mit dem eigenen Körper arbeitet, also nicht ein Gemälde oder keine Skulptur, sondern einfach wirklich Situationen schaffen mit dem eigenen Körper und habe dann angefangen zu versuchen, Kollaborationen einzugehen, zusammenarbeiten mit Pflanzen, mit Tieren, mit Menschen und kam dann immer mehr dazu, ja genau, einfach zu schauen, zu überlegen, wie kann ich mit einer Pflanze zusammenarbeiten und gleichzeitig auch die Überlegung, inwiefern mit der Klimaveränderung ganz viele Pflanzen nicht mehr an dem Ort sind, also nicht mehr an dem für sie vielleicht besten Ort sind, zu leben, sondern quasi dadurch, dass sich die Lebensumräume ändern, müssten auch die Pflanzen vielleicht sich ein Stück an einen anderen Ort begeben. Und da gibt es schon ganz spannende Bewegungspraktiken von Pflanzen, wie sie sich von einem Ort zu einem anderen Ort bewegen. Und da würde ich aber gerne den vielleicht nochmal versuchen, so die zu unterstützen und neue Praktiken zu entwickeln. Und das ist Thomas Kleiner auch eindeutig gelungen. Weil wir haben uns gefragt, warum gerade Kartoffeln und Schwämme als Flugobjekte? Das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl gewesen, also bei den Kartoffeln insbesondere. Für die Fallschirme, die brauchen halt ja ein Gewicht. Und zwar klar, es muss irgendwie was sein, was auch nicht zu viel Luftwiderstand hat, damit es gut fliegen kann. Und gleichzeitig finde ich es so schön bei der Kartoffel, dass sie sowohl Nahrungsmittel ist, als auch Pflanze und auch quasi so gegessen werden kann und trotzdem auch wieder austreiben kann. Und auch ein bisschen, weil die Kartoffel, glaube ich, sonst so gar nicht fliegen kann, um das irgendwie dann doch mal zu ermöglichen. Für diesen fliegenden Schwebeaspekt ist der Schwamm richtig spannend, auch insofern, ich habe verschiedene Skulpturen, also Aeronauten nenne ich sie, die haben unten einen nassen Schwamm und oben einen Flugkörper mit ein bisschen Helium gefüllt. Und sobald der Schwamm, also solange der nass ist, ist er ganz schwer und dann trocknet er langsam aus und wird immer leichter. Und dann irgendwann, also je nachdem wie groß der Schwamm ist und wie viel Wasser drin ist, haben die unterschiedliche Zeiten, wann die dann schwerelos werden, einfach durch dieses langsame Austrocknen. Und da kann man auch ganz fein justieren, also wenn sie zu leicht sind, kann man auch mit einer Pipette nochmal so 2-3 Tropfen drauf machen und dann wird es wieder schwerelos. Und irgendwie ist das so ein schönes, natürliches Element, was gleichzeitig für diese Feinjustierung von Schwere und Leichte ganz wunderbar funktioniert. Hat dich deine Kunst dazu inspiriert, Gleitschirm zu fliegen, oder hat dich das Gleitschirmfliegen zur Kunst inspiriert? Ersteres. Also erst habe ich Kartoffeln fliegen lassen, Bäume fliegen lassen und andere Elemente fliegen lassen und habe dann gemerkt, okay, ich möchte auch. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr Gleitschirmpilot und versuche dem nachzugehen und auch dann jetzt nochmal so ein kollaboratives, gemeinsames Fliegen nochmal anzugehen. Und da, genau, ist eine ganz neue Perspektive, die nochmal total bereichernd ist und mich gerade sehr anregt. Ich habe gelesen, dass du diesen Schwebezustand auch auf die Gesellschaft überträgst. Ja, genau. Also der Schwebezustand, ich suche den immer wieder. Irgendwie finde ich den wahnsinnig spannend, weil ich mich auch so ein bisschen frage, wie eigentlich so Entscheidungen getroffen werden und inwiefern Entscheidungen auch, inwiefern man oft im Nachhinein so tut, als wäre ganz klar, dass man das und das entscheidet. Und aber währenddessen, während diesem Entscheidungsprozess, es überhaupt gar nicht klar ist und ganz viele Einflüsse auf einen
zukommen und irgendwie ich auch gar nicht selber entscheide, sondern irgendwie, wenn hier ein Windstoß kommt, entscheide ich es anders. Oder wenn ich vorher was zu viel gegessen habe und so träge bin, nochmal ganz anders entscheide. Und je nachdem, wer in der Situation mit dabei ist, das ist alles meine Entscheidung und auch künstlerischen Arbeiten mit beeinflussen. Und so finde ich auch für die ganze Gesellschaft schon auch irgendwie so diese Momente. Ja, also es ist alles offen. Wir können in alle Richtungen gehen. Und jetzt gerade mit diesen ganzen überhäufenden Krisen ist es nochmal viel wichtiger, dieses, okay, wohin wollen wir denn jetzt eigentlich gehen? Und da auch nicht dann einfach nur ich selber entscheide, ich möchte nach dort, sondern zu schauen, okay, was ist denn da und was ist denn mit allem zusammen am sinnvollsten jetzt? Wie können wir uns neu ausrichten? Wie können wir neue Lebenspraktiken entwickeln? Wie können wir, ja, wenn man sich alles anschaut und sich auf seine Situation einlässt, dann kann das, glaube ich, doch irgendwie auch gut werden. Deine Kunst findet sehr oft draußen im öffentlichen Raum statt. Was reizt dich daran besonders? Da passiert einfach viel mehr. Also, und die Dinge werden ganz anders angeschaut. Es ist nicht so dieses, oh, ich darf nichts anfassen und das ist irgendwie, das ist Kunst, das ist irgendwie wie aus einer anderen Welt, sondern das ist Teil dieser Welt und das ist Teil des Alltags und da passiert was. Da kommt auch mal so ein blöder Spruch von der Seite, was den Arbeiten auch ganz gut tut manchmal, um so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Und gleichzeitig aber auch den Leuten, die so richtig auf dem Boden sind, dem so ein bisschen mal so Leichte zu geben, die halt vielleicht auch sonst nicht ins Museum kommen würden. Und ja, im öffentlichen Raum, überhaupt auch der Museumsraum ist nicht so der Lebensraum. Also auch Pflanzen geht es oft im Raum nicht so gut. Viele, also man darf gar keine Erde mit reinbringen zum Beispiel, weil da könnten Tierchen mit drin sein und so weiter. Es gibt keine Thermik, es gibt keinen Wind und so weiter. Also all das, was ich eigentlich spannend finde an lebendigen Situationen, gibt es im Museum eigentlich nicht. Und dann finde ich es aber ganz schön, Teil einer Ausstellung zu sein und dann aber nicht drin zu sein, sondern wie so ein Satellit drumherum zu schweben und ja, so die Passantinnen und Passanten mit reinzunehmen. Und ja, genau. Also es gibt ein paar Ältere, die kommen zu meinen performativen Ateliers und sagen, ah nee, ich komme lieber, wenn es dann fertig ist. So, und da merke ich, okay, das ist, können sie lange warten, es wird nie fertig sein. So, wieder noch so einen anderen Blick drauf haben. Insofern ist es so ein bisschen vielleicht eher für Jüngere. Also Jüngere sind schneller interessiert an den Dingen, aber auch altersübergreifend kommen immer wieder Leute auf mich zu, die sich freuen und Fragen stellen und sich angeregt fühlen oder irgendwie Sachen darin sehen, die sie irgendwo ja, so betreffen und mitgenommen haben. Insofern, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Zumindest für jeden, der es nicht so eilig hat. Für jeden, der so Fragen hat. Für jeden, der so ein bisschen Zeit mitnimmt oder Zeit mitbringt. Genau. Und du hast ja schon viele Ausstellungen gemacht und auch viele verrückte Ideen gehabt. Jedenfalls kommt uns das sehr ausgefallen vor. Was war das Verrückteste für dich? Das Verrückteste war gemeinsam mit einem Freund, Marco Biermann. Wir haben viele Arbeiten zusammen gemacht, eine Zeit lang. Für eine Woche unter Wasser gelebt. Haben wir so einen großen Container gefüllt mit Wasser. Vorne sind zwei Scheiben, an der einen Seite auch noch Scheiben. Und ganz ausgestattet mit einer Wohnung, wie so eine Einzimmerwohnung. Und haben dann mit Taucherequipment und gleichzeitig aber wieder Alltagsklamotten einfach da unten die Zeit verbracht, gelesen, gespielt, gegessen, getrunken, abgespült, Wäsche zusammengelegt und so die banalsten Dinge getan. Das war, glaube ich, das Irreste so und auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Die Ausstellung soll jetzt auch zum Nachdenken anregen, aber andererseits auch wieder Hoffnung machen. Was würdest du jetzt gerade unseren jüngeren Zuschauern ans Herz legen oder was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ja, das ist eine richtig schwierige Angelegenheit. Insofern die Situation wirklich ernst ist so und auch vieles darauf hinweist, dass es erstmal nicht besser wird, dass wir richtig, richtig viele Aufgaben haben, richtig viel ändern müssen, dass wir unser Leben umwälzen müssen in irgendeiner Weise.
Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, gibt es schon die Möglichkeit, wenn man, also sich an den Dingen trotzdem auch zu freuen, oder nicht nur, nicht trotzdem, sondern sich an den Dingen zu freuen, zu suchen, wie kann ich was ändern. Und gleichzeitig merke ich auch, je mehr man sich auf solche Situationen einlässt oder Pflanzen beobachtet, Tiere beobachtet und schaut, wie es denen geht und quasi so dieses sich kümmern um etwas, dass einem das so viel zurückgibt, dass das was ganz, ganz Tolles ist. Und ich glaube, sobald man sich darauf einlässt, gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, dass wir eine gute Zukunft haben.